hier kennt irgendwie jeder jeden. Auf der einen Seite trifft man dann jemanden an einem Ort, wo man das gar nicht vermuten würde. Und dann, der kennt wieder irgendwie ein anderes und den trifft man dann da. Und so vernetzt sich das so schnell. Schwuppdiwupp kennt man die ganze Stadt. Sowohl in der Nachbarschaft als auch auf der Arbeit, als auch jetzt durch die Kinder, haben wir einfach schnell viel Kontakt bekommen. Natürlich stellt man sich vor, innerhalb des Hauses. Ich war erst 3 Stunden später wieder in meiner Wohnung, weil ich dann zwischendurch einen Tee trinken musste. Man ist sich schon total vertraut gewesen. Moin. Moin. Moin ist das Oldenburger Wort. Ich mag so das Lokale, ich mag das Gelassene. Also eine Tradition, die zu Oldenburg gehört, ist sicherlich alles, was mit Grünkohl zu tun hat. 100%ig eine Grünkultur, das muss man mitgemacht haben. Total charmant, wie man dann so dieses Provinzielle so rauskehrt, mit so einem leichten Augenzwinkern. Ja, was mich total überrascht hat, ist tatsächlich, dass Oldenburg viel mehr bietet, als ich eigentlich dachte. Oldenburg an sich verdient zu Recht den Namen Großstadt. Ne? Das ist ja auch groß genug, ne? Aber es ist eine kleine Großstadt und das ist nett. Sobald man ein bisschen drin ist, merkt man, wie viele tolle Sachen es eigentlich gibt. Und es fühlt sich gut an, in der Stadt so mitzugestalten. Hier findest du für jeden Geldbeutel auf allen Ebenen der Kultur ein Angebot. Das ist verrückt. Also sei es der Student, der mit seinen Kumpels irgendwas in der WG aufzieht, bis hin zum Staatstheater. Es ist da alles dabei. Wenn hier mal gutes Wetter ist, sind wirklich alle draußen und die Stadt ist total belebt. 2-mal in der Woche muss ich zum Wochenmarkt. Das hat immer irgendwie was von Urlaub. Ich mag das auch, dass hier mal das Wetter so richtig biestig ist und garstig. Man sieht dann halt einfach nur mehr Regenschirme, nicht weniger Menschen. Du findest im Stadtbild einfach viele schöne große Bäume. Das fällt ins Auge, wenn du dich durch die Stadt bewegst. Und es fällt auch ins Ohr. Du hörst die Blätter rauschen. Und man hat einen Hafen. Es ist irgendwie schön, da am Hafen zu sitzen oder einfach lang zu schlendern. Wenn Oldenburg dann tatsächlich mal nicht mehr reicht, wir haben das Meer vor der Haustür. Das ist Urlaub für die Seele. Für Familien und auch für Erwachsene ist das einfach, ist jeder Stadtteil schnell zu erreichen mit dem Fahrrad. Das ist so eine Lebensqualität. Das ist schon ein wesentlicher Grund, dass Oldenburg für mich auch so als Familienstadt total attraktiv ist. Ich sehe mich noch an der Haustür stehen und die Straße runtergucken und Moritz, der sich auf sein BMX-Rad schwingt und dann einfach losfährt. Da habe ich gedacht, jo, das passt aber. Du brauchst ja keine Sorgen zu machen. Es ist gut so, wie es ist. Wenn du ihn hier nicht fahren lassen kannst, wo dann? Wenn Oldenburg ein Mensch wäre, dann wäre er oder sie sehr naturverbunden, gelassen, verlässlich, auch ein bisschen abenteuerlustig, bunt, modern und weltoffen, bisschen nordisch kühl, aber irgendwie im Herzen gut. Schon ein Typ, mit dem ich ein Bier trinken gehen würde, ja.